Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Part von Final Fantasy 15. Wir müssen uns unser Auto jetzt abholen. Diesen Regalia. Ich würde sagen, machen wir uns mal auf den Weg, das ist ein bisschen weit. Da wird noch irgendwas angezeigt, können wir uns noch irgendwas mitnehmen. Solche Eier. Eins, zwei, drei. Zwei, okay. Gut, dann machen wir es mal auf den Weg, würde ich sagen. Ist das ein kleiner Weg? Und ja, ne, laufen wir mal dahin. Das ist übrigens schon die zweite Aufnahme, weil in der ersten Aufnahme habe ich so ein Männchen angesprochen, da sollte ich meinen Charakter verändern. Wie weit wollen wir noch? Und das entscheiden wir unterwegs. Musste mir einen kompletten neuen Charakter machen, da hatte ich keinen Bock drauf, weil ich halt diesen Noctis halt behalten möchte und nicht irgendwie so einen anderen Charakter, den man selbst bestellt hat, nehmen, weil ich das einfach so viel besser finde. Ja. Entsprechend habe ich das Spiel jetzt nochmal neu gestartet. Sidney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Das ist schön. Alter, der war ja riesig. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Wieder normal laufen, bitte. Dankeschön. So, auf jeden Fall, ja. Muss ich da halt meinen Charakter ändern und ich konnte auch nicht da rausgehen aus diesem Charaktermenü. Und das will ich ja nicht. Ich will ja Noctis hier so, wie er ist, hier, ne? Wie er standardmäßig ist, will ich ihn ja behalten. Und ja. Deswegen ist es jetzt die zweite Aufnahme. Weil der wird gleich da vorne an der Garage stehen, wo wir gleich hinlaufen. Und ja. Und ab da ist es dann sozusagen wieder alles so, als dass ich noch nichts davon weiß. Nur halt bis zur Garage weiß ich halt ungefähr. Was passiert, ne? Du bist zur Garage, bis der Typ da steht. Da werde ich halt diesmal nicht ansprechen. Ja, ich kann, übernimm dich bloß nicht. Okay. Weil sie essen halt noch nicht. Nicht so viel. Der war gar nichts. So wenig halt. So. Da müssen Frosch im Hals irgendwie. Keine Ahnung. Wollen wir das irgendwie. Kiste. Die Sache will ich so auf den Grund gehen. Das ist für eine Kiste. Final Elixir, was immer das sein soll. Ja. Ich glaube, ich werde krank. Aber ich weiß es noch nicht. So, dieser komische Pinguin-Mensch sitzt jetzt genau hinter dieser Garage. Da. Diese Hitze. Aber ich würde sie nicht ansprechen. Siehst du nicht die Jacke aus? Nicht ansprechen, der. Hier noch? Gedenksmünze. Aber wird gleich ein Tanken. Da ist ja unser Wagen. War ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Oh ja. Ist ja fast zu schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Ja, prompt, auch mach mal ein Foto. So, sie macht Fotos.
Gebt gut darauf Acht. Ach ja, und Hoheit, könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Ja. Klar, warum nicht? Warum denn nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Okay, cool. Ah, so läuft das also. Nocht, jetzt wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Ja. Warte. Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. So. Was toll an so einem Mischpult ist, ja, dass man halt die ganze Zeit sich muten kann, also der Regler runterschieben kann. Echt nice. Manuelles fahren, ich will selber fahren. Gehen wir. So, los geht's. Oh, sogar hier Verdeck und so. Aber RTs beschleunigen, LT bremsen, wenden. Ah, aufsteigen. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir... Warte mal, wir können nicht mal hin, selbst oder? Lenken. Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee, wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Okay. Das ist schade, dass man selber, dass man eigentlich nur so eine bestimmte Geschwindigkeit hier beschleunigen kann. Und dass man nicht mal lenken kann. Ich hatte gehofft, dass man selber auch irgendwie lenken kann und so beschleunigen kann, wie man halt möchte. Ist schade. Seine Schichten da. Sieht aus wie bei Matrix. Raus mit euch. Alles klar. Was? Also los, Bewegung. Gehen wir. Los geht's. Gut, das reicht fürs Erste. Bis du dich an die Straßen hier gewöhnt hast, übernehme erstmal wieder ich das Steuer. Ah, okay. Okay, schön. Nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt jedoch nicht. In diesem Fall muss Noxus nehmen, okay. Dann gehen wir kurz mal. Was denn? Ahnung. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Oh. Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Vor 12 Jahren. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja. Achso, ist das die zukünftige Prinzessin? Silblüten. Nocht? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch
auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Gut. Hast du den Sticker eine Nachricht hinzufügen? Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Das stimmt, unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Okay, dann machen wir das. Will noch irgendwie was? Aufgabe. Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Nope. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Okay, dann machen wir das eben. Schnell dahin. Wir haben eben. Okay, des Kollegen zahlen ihm mutigen Einsatz mit dem. Okay, das kommen ins Such. Ich rechnen kann. Warte. Hier ist er irgendwo hier. Nein, ich will das nicht. Ich will. Diese Pinguin-Typen nerven mich schon. Safe. Noct, sehen wir uns das mal an. Was denn? Über diese dritten Charakter einstellen, was anders. Ja, das ist nur so ein. Bin ich erledigt. War ein ganz schöner Knochenjob. Achtung, Aufnahme! Oh, großartig! Mann, wie das duftet. Ha. Jetzt kommt ein paar Eck. Willkommen im Krähennest. Stets zu Diensten. Weiße Karte. Schmeckt alles ausgezeichnet. Einen kleinen Moment, bitte. Das sieht schmackhaft aus. Ja. Ich glaube, das kann ich nachkochen. Und neues Rezept. Dann will ich sagen. Hier ist die Speisekarte. Das? Kann das auch noch anhören? Essen fassen! Was Warten. Interessiert euch? Wissen. Akt. Alle schwere Brocken. Gut. Habt vielen Dank. Wo ist denn Dave jetzt?
Hälfte. Da ist er doch. Oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Eine ja. Lieferung für dich. Ach so. Entschuldigt die Umstände. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja, wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen. War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay, wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Okay, so. Ja. Amazon habe ich schon geholt. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen. Können uns ja mal beim Informanten umhören. Willkommen. Hungrig vom Jagen? Erkennungsmarke finden. Seid vorsichtig. Vor kurzem den ersten MI gesehen. Echt unheimlich. Dann nehmen wir uns das Auto und fahren dahin. Achso, man kann auch direkt. Okay. Das ist die Verlobte von. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Schon. Dank mal noch. So. Oh, das ist auch. Jetzt glänzt der Wagen wieder wie neu. Gut. Machen wir auf dem Weg, ja. Muss man die Erkenntnis machen. Wir haben so viel gemeinsam. Aber ich habe bestimmt keine Chance. Was sind wir jetzt überhaupt? Da. Ach, da rund. Ist schon wieder am Tag gefallen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Das. Einsteigen. Automatisches Fahren. Dann hier. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Wenn wir Auto fahren hier.
ein bisschen. Da kommen wir ob wir da hinkriegen. Oder so. Radius sieht auf. Der muss. Typ. Das glaube ich heißt der, also der ruhige. Keine Ahnung, ja. Fragen, weiß Ignis, halt mal an. Verstanden. Und wohin als nächstes? Ach, steigen wir jetzt hier. Erkennung. Wir werden wahrscheinlich fighten müssen. Aber das ist ja nicht. Was ist denn das noch? Hier, 200 Meter, komm. Schaffen wir doch. Gegen einen Baum, ja. Komm. Flitterst du mit Luna nach der Hochzeit eigentlich direkt zurück nach Insomnia? Ja. Irgendwann schon, aber sicher nicht sofort. Mann, kann immer noch nicht glauben, dass du heiratest. Wie fühlt man sich so kurz vor dem großen Augenblick? Wie immer. Anders. Ach, Nocht! Jetzt tu doch nicht so, als wäre dir das alles egal. Eifersüchtig? Bild dir mal bloß nichts ein. Gelbsteinsplitter habe ich gefunden. So. So, was ist jetzt da? Das ist die Erkennungsmarke, was? Und jetzt? Da. Das müssen wir wieder zurückbringen. Kann es sein, dass ich gerade voll den Umweg gemacht habe? Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ich denke ja, ne? Bitte schön. Ihr habt die Marke gefunden? Vielen Dank. Sehr gerne. Nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Alles klar, machen wir. Zehnmal Supertrank. Mich gesagt, Pokémon schon wieder. Ab und zu mal jagen, okay? Ja. Ab und zu. Wir gehen erstmal schlafen, würde ich sagen. Wir haben einen Plan auf jeden Fall. Aber wo können wir das tun? Hier, ne? Übernachten. Was gibt's? Weil wir müssen ja die EP nehmen, ne? So. Übernachten. Für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. So, welche Stufen erreichen wir denn? Level 4.
4, 5, 6, das ist gut. Angeln Stufe 1, Gladius Überleben Stufe 1, Ignis Kochen Stufe 1 und Prompto Fotografieren Stufe 2, nice. So, jetzt haben wir wieder Fotos, die er gemacht hat. Wow, das ist richtig gut. Welche geworden. Wir speichern, machen wir mit X. Das finde ich gut. Ja, das möchte ich speichern. Weiß ich nicht. Du bist begabt, Prompto. Das ist auch schön. Auf was? Das hat auch was. Oh, was auch für eine schön. Fratze. Ach, sei doch still. Warte mal. Das ist... Naja, kann man nehmen. Das ist scheiße geworden. Das ist schön geworden. So. Aber ich würde sagen, wir machen dann erstmal hier einen Cut. Und damit die Folge nicht zu lange wird, ne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und schreibt mir was in die Kommentare, was ich dann noch so spielen kann und was ihr noch so sehen wollt auf meinem Kanal, also vlogmäßig oder sonst irgendwas. Ich bin für alles offen und ja, haut rein, Leute. Ciao, ciao.